So, die Videos sind online. Ah, ich brauche immer noch das Interview mit Steffi. Ich guck mal, ob die da ist. Hey Steffi! Hi! Mensch, gut, dass ich dich erwische. Ich habe dich gar nicht gesehen. Wir wollten doch das Interview jetzt machen, ne? Hast du Zeit? Ich habe eigentlich schon Zeit für dich. Muss dir allerdings sagen, ich habe gerade einen Anruf von Dagmar bekommen. Ach. Und die würde ich gerne sehen. Na nun gut. Wo ist die denn? Dagmar ist jetzt in Neuhof. Ja. Und sie erwartet dich dort. Okay. Wie komme ich da hin? Muss ich mit dem Auto fahren? Nö, du kannst zu Fuß gehen. Ganz easy. Du gehst hier links raus, geradeaus und dann zweimal rechts, dann bist du schon da. Also maximal 10 Minuten mit einem ordentlichen Fußmarsch. Okay. Ja, dann müssen wir das verschieben, das Interview mit dir, ne? Würde ich jetzt... Okay, alles gut. Ich bin auch heute nicht so gut drauf, um mit dir jetzt zu quatschen. Okay, dann machen wir es wann anders und ich guck mal, was Dagmar von mir will. Ja, die freut sich schon. Okay, ciao. Tschüss. Wo bin ich denn hier? Ob das richtig ist? Na, Steffi hat gesagt, ich soll hier hin. Moin Dagmar, moin Marc. Oh, hi Philipp. Du. Die Steffi, die meinte, Dagmar hat gerufen. Ja, habe ich auch. Und ich soll ja mal herkommen. Ich habe auch nicht gewusst, dass ich jetzt eine halbe Stunde zu Fuß unterwegs bin. Ja. Das ist ein schönes Ding. Was macht ihr hier? Gut gefunden. Nee, gut ist nicht wirklich das Wort, was ich jetzt benutzen würde. Alles klar. Ah ja. Was macht ihr da? Du, das sind die neuen ASA-Regale, die wir bekommen haben. Sind heute angeliefert worden. Und die kommen ja oben hoch in die erste Etage unseres Geschäfts. Ja. Und wir wollen die Firma ASA mit Geschirr und Glaswaren und Sets, Untersetzern ein bisschen breiter aufstellen. Und da haben die gesagt, Mensch, da sponsern wir euch, da bekommt ihr von uns schöne Regale dazu. Verstehe. Guck mal rum hier auf die andere Seite, dann siehst du, sind die Böden noch drin, wie die ungefähr aussehen werden. Ganz tolle Dinger. Die sind dann alle beleuchtet, sodass die Ware richtig gut zum Vorschein kommt. Ja. Das sieht dann noch ein ganzes Stück Arbeit aus. Die müsst ihr jetzt alle auseinanderfrimmeln und dann da nach oben tragen. Ja, und das ist schon mal ganz gut, dass du gerade da bist, ne? Ja. Wieso? Du kannst gleich mit anfassen. Ja. Guck mal, hier stehen noch mehr. Und das dahinter geht's weiter. Das musste alles ausgepackt werden. Richtig. Ja, dahinter stehen noch zwei große Paletten. Kannst dir schon mal die Fingernägel schärfen und dann geht's los. Du, mir fällt gerade ein, Steffi, die hat gerufen. Ach so. Ich glaube, da ist im Laden noch was. Ich will ja das Interview mit der machen. Na ja, mal lieber. Ja, so. Knicken. Erstmal hilfst du hier, Freundchen. Nee, die Steffi, ihr kennt die ja. Also wenn die mal ruft, dann muss man da auch hin. Dann rufen sie ganz schnell an. Ja. Also euch noch frohes Schaffen hier. Und wir sehen uns, ne? Gut. Ciao. Ciao. Uiuiui, das ist ja nochmal gut gegangen.